Polymon, ich trau mir, glaube ich, sogar zu, die Settings auf Ultra zu stellen. Ja, die haben einiges an der Performance verbessert. Ich war auch eben gerade einmal kurz drin, um zu gucken, wie das Spiel denn spielt. Beim letzten Mal habe ich das ja nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe einfach nur ganz sagen, hast du nicht irgendwie mit 8 FPS eine Tür aufgemacht oder so? War da nicht was? Etwas in der Richtung, ja. So, und jetzt so Ultra und... Wenn das 60 FPS sind, ist das wahrscheinlich untertrieben. Ich will immer noch ein Fadenkreuz. In einem 3-Third-Person-Spiel? Ein Fadenkreuz? Das ist ein fucking Hack'n'Slash, da stört ein Fadenkreuz nur. Ich hab eine Kanone. Cyberskype stört das. Ja, ich brauch... Ich brauch auch eine Kanone. Ich brauch Fadenkreuz. Ich auch, für meine Schrotflinten-Handschuhe. So, bei Fuß. Eigentlich muss Shavario ja vorauslaufen. Sind wir eigentlich am Rekorden? Ja, schon die ganze Zeit. Ich habe auch unsere Konversation vor der Aufnahme. Geronimo! Hallo, du weißt schon, dass ich zwei verschiedene Modis habe. Da muss ich so einen Schalter in meinen Hinterkopf setzen. Jetzt ist so Recording Mode. Ach, natürlich. Slash. Nein, du hast keinen Kompetenzmode. Der ist vorbei. Oh, reckt. Wenn ich den Modus quasi aktiviere, habe ich hier Looks Like Link Sounds immer kommt auf meinem Mund. Schlitz! Deswegen hasse ich es, solche Spiele aufzunehmen, weil ich nie besseres Commentary als das hinbekomme. Oh, ich vergaß, meine Specials machen irgendwie noch nichts, weil ich noch nicht geupgradet habe. Einfach alles töten und wenn du verreckst, dann. Belebe ich dich wieder. Genau. Alles klar, alles töten, das kriege ich glaube ich hin. Kuchi carried einfach alles. Ja. We've been having some trouble with the security network in this area. We need boots on the ground to investigate. That means you, team. Onward! Genau, weil die Lehrer in diesem Universum unglaublich inkompetent sind. Ja. Wobei... Sie sind Lehrer. Ich wollte ja gerne mehr dazu sagen, weil ich kann ja nicht über die neueste Folge reden. Richtig! Du musst auch an die Zuschauer denken, die kennen das auch gar nicht wahrscheinlich. Ja, die aber haben könnten wir gehabt. Theoretisch eigentlich alle den gleichen Charakter nehmen und dann sind wir Team W? Ja, können wir. Ja. Damals, als Screenshot zu dem Spiel rauskam, oder als sie es im Livestream gezeigt haben, hat jemand auf dem Subreddit gesagt, dass eine Gruppe von 4 Yangs ein Ying of Yang sind. Und einer, ich glaube das war Miles, halt einer von den Autoren der Serie, hat das in einem Stream erwähnt. Und die Person, die das auf dem Subreddit geschrieben hat, ist mega durchgedreht, deswegen hat sich Hammer gefeiert. Aber ich stelle mir das super schrecklich vor. 4 Yangs, das ist einfach die Pun Hell. Ich würde sterben. Ich find's super. Pun Hell like Meme Hell? Natürlich findest du super. Wobei ich auch nicht unbedingt 4-mal Weiß da haben will. Wieso? Ja, wieso 4 nur? 4 Mädchen, die sich gegenseitig die ganze Zeit anzicken. Hot. Also einfach 4 Mädchen? Nee, wir haben. Sag mir nicht, dass sie irgendein Mädchen ist. 4-mal Katze. 4-mal Boobs und 4-mal Mädchen. 4-mal Katze. Wow. Das ist schon rassistisch. Die sind ja 8-mal Boobs. Ah, yes, the Emerald Forest is filled with the ruins of ancient kingdoms. Kingdoms? Keep an eye out for artifacts. Dr. Ublik is always looking to expand Beacon's collection. Oh. Der Lore in diesem Spiel ist auch zu deep. Lore? Ich hab, um ehrlich zu sein, nicht zugehört. Nichts verpasst. Das ist ein Hack'n'Slash. Die Story ist sehr zweitrangig, ich hoffe, meine Kills zu klauen. I kill what I want, don't tell me what to do. Ich bin weiß, Schnee. Du hast Geld, du kannst alles. Sie hatte Geld. Stimmt. Jetzt lässt sie sich von der Taschendiebin aufhalten. Geronimo! Dann hatte mein Daddy mich plötzlich nicht mehr lieb. Jetzt habe ich Probleme. Bin ich davon überzeugt, dass ihr Vater sie jemals lieb hatte. Glaubst du, ihre Hochnäsigkeit kommt von Daddy-Issues? Ja. Definitiv. Kein Zweifel. Ich meine, sie hat gesagt, dass ihr Vater nicht immer besonders nett war.
Ich habe 5 Millionen Special-Punkte. Ich glaube, ich sollte sie nutzen. Solltest ja. du vielleicht. Und wenn du keine mehr, mehr hast, lauf, lauf. Auch einfach schießen. Laufen. Das hilft. Aber weil Rimm schießen. Oh, wer ist gerade verreckt? Dead. Ja, natürlich bin ich verreckt. Warte, wir helfen dir, sobald wir hier die Viecher gekillt haben. Ist so, ihr braucht mir nicht helfen. Das ist. Ich merke schon, ich sollte das schnellere Reviven skillen. Danke schön. Nee. Am besten jeder von euch. Hier, lass mal geskillt. Um sicher zu gehen. Skillen? Drück. Wie mache ich das? Ich nehme an, bei dir ist das Select. Share. Niemals Share drücken! Niemals Share drücken! I press Share! Sonst einfach Tab. Mit Tab kannst du das Menü öffnen zum Skillen. Ah ne, passt schon, das ist das Mauspad. Natürlich. Der PSP-Controller hat ein Mauspad. Das ist übrigens voll cool, wenn ich dann, wenn ich das Ganze fernsteuern möchte. Zum Beispiel am Fernseher, wenn ich einen PC am Fernseher angeschlossen habe. So, was ist das alles hier überhaupt? Ha, mein Artefakt. Wir sollten vielleicht erstmal warten, bis Scarlet rausgefunden hat, was er macht. Richtig, was ist Nova? Was ist. Moment. General, hä? Ja, so habe ich das erstmal auch gespielt. Rise strikes forward using a glut. Ne, komm, das skill ich jetzt einfach. Nein, wie mache ich das? Meine, du hast sowieso schon alle deine Fähigkeiten. Es geht nur noch darum, die zu verbessern dann. Ja, ja, aber ich weiß ja nicht, was die Fähigkeiten machen, deswegen weiß ich nicht, was ich verbessern soll. Wo seid ihr? Ach, da hinten. Ja. Ich renne erstmal in die falsche Richtung. Mann, hätten wir das nicht vorher vielleicht ein bisschen antesten können? Nein, so ist das viel lustiger. Ich habe das Spiel schon dreimal durchgespielt. Ich hab gesagt, wir nehmen schon auf, von daher war es zu spät. Ihr was machst du da unten? Alle schon. Ich bin der Einzige, der... Ich weiß es nicht, wo soll ich lang gehen? Hallo, hallo Scarlet. Dankeschön, please escort. Oh, wenn wir jemals Team Sun als spielbare Charaktere bekommen, ne? Nein! Dann wissen wir schon, wer Scarlet spielen muss. Ich meine, wenn wir schon einen Charakter haben, der Scarlet heißt. Frage ist, wer ist dann Neptun? Ich glaube nicht, dass irgendjemand freiwillig Neptun spielen will. Ja, der war das nicht der, der Angst vor Wasser hat? Ja. Ja. Nice. Dann kommt der Gott des Wassers. Wassertempel oder sowas. Moment, sind wir hier nicht das letzte Mal gestorben? Ihr vielleicht, ich doch nicht. Oh no, Wave incoming. Ich werde sterben. Wave Eye incoming. Eye, genau. Meine Welle, ich die Welle. Taste. Nein, das Control Center ist under attack. Fuck you. No shit, Sherlock. So, was habe ich hochgeskillt? Nein, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Gut. Da finde ich auch. Ja, schieß mal deinen Laserstrahl hier rum. Look at them, there's stimmt, du hast ja dein... Pew, 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 Rave. Pew, pew. Stimmt eigentlich, Weiß hat ja keine... Pistole an ihrer Waffe. Nicht nee, so wie, ist einfach nur schnell da. Nicht was so wie, ich wie Ironwood. Ironwood mit seiner Gun. Mit seiner Waffe? Gun? Ja, siehst du in der neuen Folge. Da siehst du seine Waffe. Das ist einfach eine Pistole, die aber auch gleichzeitig irgendwie ein Revolver ist und zwei Trigger hat. Das ist die legendäre Gun. Nicht eine Pistole, die Pistolen schießt. Leider nein. Wobei, wir wissen es nicht. I wish, wie war das Dings? I wish I had a gun that shoot other guns. Halfway point, team. The Pack. Ach, scheiß Pack. Wo war Wave 2? Die haben wir gerade gekillt. Ich dachte, das wäre immer noch die erste. Nee. Ach, Scarlet, du bist schon ein besonderer Mensch. Hallo, da war keine Pause zwischen den zwei Waves. Doch. Ach, ihr seid doch alle. Das ist ich euch verrückt. Du hast uns geschaut, was du kannst. Ich muss immer noch lachen über ein Video, das mir einer von meinen Abonnenten neulich geschickt hat. Er hat das Spiel auch gespielt und dann hat er sich als Ruby in der Wand festgebackt zwischen hier, ich glaube hier in dem Areal zwischen dem Felsen und einer Wand und hat sich dann die ganze Zeit gedreht. Oh, da war ich auch gerade. So mit der Sense ausgeschreckt bei einem von ihren Specials. Den hat er die ganze Zeit ausgeführt und die Gegner sind immer nur in ihn reingerannt und gestorben. Nice. Sollte ich auch mal machen. Oh, ja, danke schön. Geht das gar nicht mal so gut, merke ich gerade. Schön ist, ich immer XP, wenn ich dich wiederbelebe. Nice. Dann müsste es eigentlich eine gute Taktik sein. Ich sterbe einfach und du wiederbelebst nicht. Hold on just a little longer. We're almost finished. Alles Teil des Plans.
Ich bin ja gespannt, ob sie die letzte Mission irgendwann mal fixen. Also das letzte Level. Mit den wenig Gegnern, die da ankommen. Alter, das war die Fixen Hölle. Oder balancen? Da ist es schon fix. Hast du das schon mal. Haben wir das nicht schon mal zusammen durchgespielt, Scarlett? Das hier? Nein. Echt nicht? Ich dachte, ich hatte schon mal mit dir zusammen gespielt. Ich hab's doch nie mit euch gespielt. Das ist ja das Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Stimmt, ich hatte das mit Ikra und Chavalo und einmal mit Danny gespielt. Ein Random und am Ende war noch Chaya dabei. Stimmt. Sie war auch leicht überfordert. Ja, wenn du einfach so reingeworfen wirst, schon. Wenn du es einmal durchlitten hast, dann geht's. Mann, geht doch einfach alle sterben. Schon dabei. Ich weigere mich. Seit wann? Seit diesem Wiederbeleben. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Ich bring dir jetzt auch Kaffee ins Bett. Das finde ich aber lieb von dir. Ich muss auch 11 Gegner mit Quake töten, um die letzte Fähigkeit von freizuschalten. Okay, man braucht zu reden. Hi. Du hast immerhin 28 Gegner getötet, Scarlett. Das sind 28 mehr, als ich mir zugetraut hätte. Moment, man kann sprinten? Wenn man Dodge gedrückt hält? Da stand Hold Dodge to Sprint. Interesting. Was ist der Dodge-Button? Der, ja. Wenn du eine Rolle machst. Was ich kann ist springen, kann ich auch rollen? Was ist der Dodge-Button? Ja. Ah! Ah, ich kann dodgen! Ja, ich teleportiere mich einfach. Der wurde mir nie erklärt. Gotcha. So, springen muss man dir nicht erklären, aber dodgen sollte man schon erklären. Zum Springen? Warum seid ihr jetzt alle hinterhergelaufen? Aus Prinzip. Du bist der Führer hier. Oh, ich bin der Führer? Der Führer. Nicht der Kuchenjäger, der Kuchenführer. Hi, ja? Kuchi. Nee, Kuchi brauchst du nicht heilen. Heil lieber Scarlett. Ich sterbe gleich. Piu, 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 piu. Ach, verdammt, hier sind der Gegner. Achso, du schießt dagegen. Der glänzt irgendwas. Jetzt habe ich ihn ernsthaft mit meiner Pistole gekillt. Moment, hat das Ding Auto-Aim? Höchstwahrscheinlich, du hast ja kein Fadenkreuz. Nicht das beste Auto-Aim. Ich habe auch Auto-Aim. Boah, aber Tasks. So, jetzt lassen wir Scarlett mal seinen Erzgegner besiegen. Stimmt, wir müssen das aus der Folge nachspielen. Go, wir sehen, wie du gegen ihn kämpfst. Ich hab die Folge vergessen. Piu, 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 piu. Oh. Sollten wir helfen? Nein. Abwarten. Sind noch okay, langsam werden es vielleicht ein paar viele. Ich werde helfen. Aber du kannst ihn ganz gut facetaken. Das muss ich dir lassen. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, wenn ich nämlich hier in der Luft bin, Moment, ich spring und mach dann den ganzen Mist aus der Luft, dann kann ich mich nämlich nicht treffen. Das verwirrt die. Jetzt ist er tot. Die nicht. Oh, ich bin tot. Ich habe nur noch ein Leben. Ich habe legit ein Leben, please. Ein Leben? Die grüne Bar, ne? Nicht das blaue. Das blaue sind deine Special Points. Nein, ich. Ich bin so frei. Das wäre nämlich ein bisschen viele. Ups. Quake! Au. Au. Oh Gott. Ich meine schon die Aura-Points. Einfach zusehen und... Oh ja, okay, tot. Danke. Au. Ups. Wie ist denn das passiert? Ich meine, ich mach mal schnell, bevor ihr... Bam! Was war das gerade für eine Verpackung? Ach, egal. Oh fuck, ich bin tot. Sag mal, wieso werde ich bei jedem Treffer eigentlich auf einen Aura-Punkt runtergebracht? Hast du Leben geskillt? Ich habe wahrscheinlich nichts geskillt. Wo skill ich Leben? Rechts, unter General. Ah. Du bist ein Glass Cannon Mage. Ist das gelockt, das Leben? Ah, your aura recovers much faster. Your special pool increases by... Aha. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wissen wir alle nicht.
Nein, meine XP. Oh. Kriegen wir nicht einfach alle XP? Ich meine, ich bin da reingelaufen und ich dachte... Deswegen sind... Das kannst du nicht ohne mit Random spielen. Weil die klauen dir einfach alle Artefakte vor der Nase weg. Richtig. Oh. Ich weiß übrigens nicht, wo wir hin müssen. Artefakte gehandelt. Müssen wir bestimmt spielen. Alle können das auch nicht spielen, weil der klaut auch alles weg. Wie bei Borderlands. Wir haben, als wir Borderlands 2 zum dritten Mal oder so durchgespielt haben, haben wir mit jemandem gespielt, der es zum ersten Mal gespielt hat. Er hat einfach keine Waffen oder so bekommen. Und wir haben das alles weggelootet haben. Herrlich. Boop. Weißt du, wir können doch nicht einfach rüberspringen oder hier rechts über diese Dinger laufen. Ja, das war zu einfach. Die sind ja auch nicht in der Serie irgendwie geflogen oder so. Ja, das war zu einfach. Oh, Gegner. Oh fuck, ich hab keine Special Points. Wie hast du denn das hingekriegt? Weil ich meinen Quake gespammt hab, weil ich Gegner töten muss, um die letzte Fähigkeit von Quake freizuschalten. Hey, jetzt hol ich wieder Special Points. Ah! Gegners? Ah, Gegners. Ha! Wave MVP. Oh, ich bin so gut. Wollte ich mal erwähnt haben. Ich meine nicht, dass ich euch das sagen muss, aber... Nee, natürlich nicht. Das erwartet man doch von dir. Du Guter. Ich weiß. Ich weiß. Bin ich eigentlich schön. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich krieg auch gerade nicht irgendwie Arc aufs Maul. Quake! Ah. Gott, wieso sind hier auch so viele? Damit man sie bekämpfen kann. Können wir das gar kein Gegner da ist, oder was? Ich bin Single-Target-Damage-Mensch. Gott, damit drei Gegner noch. Gegners, wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Ich meine, wir bekommen irgendwann Deathstalker als Gegner. So als Uber-Boss. Please. Scarlett überlegt jetzt erstmal, was war ein Deathstalker nochmal? Nee, ich habe keine Ahnung von der Serie, ich schau sie nur. Ich bin nicht so ein, weißt du, so ein. Ich mach ja jede Folge fünfmal und analysiert sie. Ich finde einfach das nur. Mach ich auch nicht, das ist eine schöne Serie. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch der Einzige hier, der das macht. Now we're talking. Ups, Leben. Laufen. Muss helfen. Böses ist im Busch. Das Böse! Okay, ich brauche noch ein Level ab, damit ich Breaks gehen kann. Au. Please. Bin ich der Einzige, bei dem keine Musik läuft? Und bei mir läuft auch keine. Das ist doch öde. Da hat Ruby so einen großartigen Soundtrack und die bauen ihn nicht ein. Du kannst nicht den Ruby-Soundtrack hier im Hintergrund laufen lassen. Ja, aber dann müsste ich raus. Nee, die gehen davon aus, dass die Leute sowieso den Soundtrack haben. Richtig, weil der Soundtrack einfach eine der besten Sachen an der Serie ist. Ich muss doch immer noch... es kommt immer mal wieder die Frage auf dem Subreddit, wo irgendwelche Leute ankommen und fragen, warum sie die Serie gucken sollten, dass sie die ersten zwei Folgen gesehen haben oder so und dann aufgehört haben. Und ich kann das niemandem verübeln. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die erste Staffel ist nicht gut. Die Animation ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich muss zugeben, in der dritten Staffel jetzt sind die Animationen schon weit, weit besser geworden. Ja, ist halt nice. Es schaut mehr nach Videogame aus. Ich kann das so erklären. Davor schaut es halt aus wie PlayStation 2. Jetzt ist PS4. Ja, kommt eigentlich hin. Das Voice Acting in der ersten Folge mit Romans Henchman war auch... Oh. Ich kann verstehen, wenn man es verdrängt hat.